Wir haben jetzt sozusagen eine kleine Improvisation, weil es sehr kurzfristig einen Wechsel des Referenten oder Vortragenden gab. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie Herr Scheel aussieht, aber ich glaube, jetzt weiß ich's. Sie springen ein für Ihren Kollegen Herrn Kaiser. Genau. Und insofern, wenn wir uns jetzt gefunden haben und Sie auch den Platz gefunden haben, dann legen Sie gerne los. Vielen Dank. Ja, vielen Dank erstmal, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich heute für Sie hier in Vertretung für den Herrn Kaiser sprechen zu können und Ihnen das Thema Das grüne Büro ist digital, der Gebäudebestand im Fokus von EOSG im Klimaschutz nahebringen zu dürfen. Um Sie an das Thema ein bisschen ranzuführen, möchte ich gerne mit zwei Zitaten beginnen. Alles, was gegen Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand, von Charles Darwin, und vielleicht noch ein bisschen was Aktuelles. Bei allem, was man tut, das Ende zu bedenken, das ist Nachhaltigkeit. Erik Schweizer, Albert Grub. Nun schauen wir mal, was hat sich in den letzten Jahren denn so geändert? Generell hat eine enorme Digitalisierung unseres Alltags stattgefunden. Das beginnt damit, dass wir online shoppen bei Amazon und Zalando, dass wir Musik, Filme, Serien streamen, dass wir bezahlen mit unserer Uhr, dem Smartphone oder sogar mit implantierten Chips. Wir lassen uns E-Mails schreiben von irgendwelchen KIs. Wir kommunizieren weltweit über das Internet. Und heute ist man ein Exot, wenn man auf einem Konzert steht und bei dem Schunkelsong kein Feuerzeug, nur noch ein Feuerzeug hochhält, anstatt die Handylampe. Das Ganze hat sich natürlich auch im Berufsleben geändert. In dem Buch Humanocracy fassen Gary Hamel und Mitchell Zanini das Ganze ein bisschen zusammen, diesen Wandel, und zeigen auf, wie moderne Unternehmen mit diesem Wandel umgehen können. Schauen wir uns dann mal an, denn heutzutage sieht der berufliche Alltag oft so aus, Homeoffice ist angesagt, es findet eine Verschmelzung von dem Beruf und dem Alltag, dem normalen Leben statt. Schauen wir mal, wie da die Firmen drauf reagieren und was für Probleme dadurch entstehen. Wir haben in Deutschland einen Leerstand von ca. 60% der Büroflächen durch eben das Homeoffice. Große Firmen wie beispielsweise Adidas haben hier dann entsprechend Maßnahmen ergriffen schon und bieten Back-to-Office-Veranstaltungen an. Dazu zählen zum Beispiel kostenlose Sportkurse oder ein Schwimmbad für die Mitarbeiter. Andere, wie beispielsweise Hannover Re, bieten ebenfalls Events an, kostenlose Eis und Smoothies, das hört sich doch interessant an, oder auch Grill-Events im Garten und so weiter. Es gibt natürlich auch andere Ansätze, aber das ist so das Gros, was man versucht hat. Und es ist natürlich klar, hier muss man natürlich sehen, dass dann diese Flächen wieder nutzbar gemacht werden. Das heißt, man muss schauen, dass man Flächen umgestaltet. Was hat das jetzt für Folgen für den Workplace? Die IFMA hat das Ganze in der Vision 2030 etwas krass ausgedrückt, aber die Kernaussagen waren dort, der Facility Manager ist im Jahr 2030 Mitglied der Geschäftsleitung, da eben das Facility Management direkten und indirekten Einfluss hat auf bis zu 50% der Vermögenswerte, da die Primär- und Sekundärprozesse immer weiter verschmelzen. Eine weitere Aussage ist beispielsweise, dass der HR Director der zukünftige FM-Manager sein wird, da hier eben im War for Talents der Fokus immer mehr auf den Faktor Mensch eingehen wird, da dieser eine immer größer werdende Rolle im Facility Management spielen wird. Und Facility Management wird im Grundwesen zum Minimalismus reduziert. Da geht es auch wieder darum, es geht nicht mehr um die Prozesse und die Services, die wir anbieten, sondern es geht um den Menschen, den wir in diesen Gebäuden beherbergen und seine Bedürfnisse und Wünsche erfüllen müssen. Nun, jetzt haben wir festgestellt, das bisherige Flächenkonzept ist nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen die Flächen umgestalten, damit wir eben die Wünsche und die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter erfüllen können. Jetzt reden wir ganz gerne über innovative und vielleicht auch ein bisschen plakative Neubauprojekte, die eben hier mit neuen Konzepten aufwarten können, um eben solche Konzepte darstellen zu können. Aber wir haben es eben auch schon gehört, wir haben einen großen Altbestand. Über 90% der Gebäude sind im Bestand, davon fast 60% Altbauten. Hier brauchen wir ebenfalls neue Konzepte, die nicht eben diese Neubauprojekte sind. Und damit wir diese Konzepte darstellen können und entwickeln können, brauchen wir eben Daten. Wir müssen einen Status quo
erstmal erfahren und darauf basierend dann Maßnahmen ergreifen, diese monitoren und bewerten und gegebenenfalls einsteuern. Welche Daten brauchen wir denn da? Nun ja, es zählt nicht nur so das Portfolio sich anzuschauen, sprich Flächendaten und Belegungsdaten, sondern wir müssen da deutlich weitergehen. Wir brauchen Geoinformationsdaten, die BIM-Daten natürlich, nicht nur aus der Planungsphase. Wir müssen diese Daten weiterleben lassen, Digitalisierung überhaupt erstmal an den Punkt bringen für den Bestand, dass wir solche Daten überhaupt mal bekommen, die GLT weiter verwenden. Dieses Potenzial der GLT ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Hier steckt noch sehr viel Potenzial, gerade in Verbindung mit Sensorik. Und man darf natürlich dann, wir haben Sie eben schon gehört, die Menschen rücken immer mehr in den Fokus, die Nutzer nicht vergessen, also hier auch Nutzerdaten entsprechend mit betrachten. Was bedeutet das nun für unser Personal? Nun, mit jeder neuen Generation kommen natürlich auch neue Anforderungen dieser Generation, die müssen wir hier mit berücksichtigen. Es findet eine Neugestaltung der Arbeitswelt statt und damit müssen auch neue Regeln für diese neue Arbeit geschaffen werden. Sprich, es müssen Organisationsstrukturen, die derzeit bestehen, neu überdacht werden, vielleicht teilweise oder sogar gänzlich aufgebrochen werden, damit wir eben diese neuen Regeln und dieses neue Arbeiten etablieren können. Es wird zukünftig eine deutliche Vernetzung, nicht nur über das Lokale hinaus, auch das interdisziplinäre Vernetzen stattfinden und wir brauchen hier eine deutliche Innovation. Wir müssen eben dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und das für an ihrem Arbeitsplatz haben, was sie für ein effektives Arbeiten benötigen. Was passiert in der Zukunft mit dem Facility Management? Nun, es wird natürlich immer weitere Anforderungen aus Politik und Wirtschaft geben. Wir haben das ja schon eben gehört, Thema ESG, EU-Taxonomie, EU-Offenlegungsverordnung. Es bestehen bereits solche Anforderungen, aber die werden immer weiter wachsen und natürlich auch mit den verschiedenen den verschiedenen Meilensteinen entsprechend weiter ausgebaut. Entscheidend sind natürlich die Daten, die wir hier zugrunde legen für unsere Konzepte, für unsere Planung und auch für die Umsetzung. Und dabei geht es natürlich nicht mehr nur um die Daten, die wir aus der Planungsphase haben, sondern auch aus der Betriebsphase. Ja, also hier ganz besonders zu nennen, wurde auch heute schon mal genannt, das ist Energiemanagement. Und damit meine ich jetzt nicht einmal im Monat einen Zähler ablesen zu gehen, sondern wirklich mal feingranular reinzuschauen, was verbraucht mein einzelner Arbeitsplatz beispielsweise und dann Maßnahmen zu ergreifen, wie beispielsweise einzelne Arbeitsplätze gezielt stromlos zu setzen als Beispiel oder etagenweise stromlos zu setzen oder den Gebäudebetrieb auf ihre Areale zu begrenzen und andere Areale runterzufahren in dem Energiekonsum. Dazu muss natürlich ein Umdenken stattfinden bei dieser Konzeptionierung, bei der Planung, damit eben solche Konzepte überhaupt durchgeführt werden können. Und diese Daten werden derzeit schon erhoben, aber halt sehr punktuell nur. Das heißt, wir haben so eine Silo-Daten- und isolierte Datenerfassung, die dann möglicherweise noch irgendwie konsolidiert wird oder es wird der Versuch gestartet, diese zu konsolidieren und dabei kriegt man eben so einen schönen Data Lake und von dem müssen wir eben wegkommen. Wir brauchen eine strukturierte Datenerfassung, eine strukturierte Datenverwaltung und eine intelligente Verknüpfung dieser Daten, damit wir eben hier ein holistisches Gesamtbild bekommen, um unsere Maßnahmen zu planen und umzusetzen, zu monitoren und nachzuregeln. Was ist nun das Fazit daraus? Was bedeutet das für unsere Zukunft? Die Antwort ist, man weiß es nicht so ganz, aber eins ist sicher. Wir werden in der Zukunft uns viel, viel verstärkter mit dem Thema der Nachhaltigkeit auseinandersetzen müssen. Das Wohlfühlen unserer Mitarbeiter wird immer wichtiger und rückt in den Fokus, gerade im Facility Management. Und die Digitalisierung ist ein unaufhaltsamer Prozess, der sich immer weiter in unser Leben begeben wird. Und die Zukunft wird aufgrund der Daten, die wir heute erheben und planen, geplant und gestaltet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Scheel, für einmal das Einspringen kurzfristig und auch den Vortrag.